Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und recht herzlich willkommen hier auf der Obertal. Ja, unsere Felder sind alle eingepflanzt und die Spritze fährt gerade zurück zum Einparken. Die Felder, wo gespritzt werden müssen, sind auch gespritzt. Der Bäcker hat seine Erdbeeren. Das heißt, wir gehen jetzt ins Intro und nach dem Intro können wir das erste Mal die Trauben laden, denn die müssen zu Fritzi Spitzi. Ja, damit fangen wir an. Dann würde ich sagen, bis nach dem Intro. So, da sind wir schon. Ich verziehe mich gleich mal in die Ecke. Schabups. Und ich sitze auch schon im richtigen Fahrzeug. Und dem geben wir jetzt den Kurs. Er soll nämlich zur Traube. Wie habe ich das genannt? Ich weiß es gar nicht mehr. Gewächshäuser? Sind die bei den Gewächshäusern drin? Was? Eisproduktion? Ich habe eine Eisproduktion? Seit wann habe ich eine Eisproduktion? Energie? Da ist nichts Eisproduktion. Oha. Oha. Wer weiß, was ich da... Muss ich mal gucken. Gewächshäuser. Tomaten. Trauben. Tatsächlich, ich habe sie bei den Gewächshäusern. So, Trauben. Traubenbeladung. So, die bringen wir dann zu... Fritzi Spitz. Warenanlieferung. Und das sind natürlich Trauben. Trauben. Zack. Machen wir einmal. Und dann fahren wir los. So, und während der unterwegs ist, suche ich mir mal einen Traktor und guck mal, was das mit der Eisproduktion sein soll. Ich bin da nämlich wirklich gerade ratlos. Das heißt, ich steige hier ein. Und fahre da einfach mal hin. Eisproduktion. Anlieferung, Produktion. Abmarsch. Und wir sehen uns dann nach dem Wurmloch, das da hinten erscheint. Und wenn wir an des Rätsels Lösung sind, ist mehr mehr. Und da kommt's, da kommt's. Hui. So, da hat uns das Wurmloch frühzeitig ausgespuckt, weil mir ist mittlerweile eingefallen, die Eisproduktion habe ich eingefahren, als ich die Schafskäseproduktion eingefahren habe, weil es im gleichen Gebiet ist. Habe ich mir gedacht, fahren wir doch gleich mit ein. Aber gekauft habe ich es natürlich noch nicht. Ist mir jetzt gerade eingefallen. Dann braucht man den Weg gar nicht fahren. Können wir mal zurück. Und dann gucken wir mal nach unserem Traubenlaster. Der ist mittlerweile da oben. Zack. Wir haben 250.000 Liter Trauben. Und die gehen jetzt zu Fritzin, Spitzin, Hitzi, Bitzi, Itzi, Titzi. Komm, wenn wir schon unterwegs sind, können wir mal gucken, ob noch irgendwas produktionstechnisch zu machen ist. So. So, das läuft, das läuft, das läuft, läuft, läuft. Da unser Kuchen wird produziert. Ist auch green. Saatgut wird nicht mehr produziert. Ach Gott, da fehlt uns ja das Getreide, genau. Silage habe ich mittlerweile so viel, dass ich da mal ein Päuschen mache.
Tomatensaft wird nicht mehr produziert und Karottensaft wird nicht mehr produziert. Muss ich mal gucken, ob wir noch Karotten haben. So, Futterwerk läuft. Mehl kann man nichts machen, fehlt Getreide. Heu mache ich auch ein Päuschen. Salat wird gemacht. Tomaten sind auch voll. So, aber ich glaube, Tomaten haben wir dann auch genügend. Tomatensaft. Da können wir auch mal ein Päusle machen. Die aktiviere ich gleich, dass es aus dem Ding raus schwupselt hier. Zack. So, Ziegenkäse, ja, mit dem bisschen Milch, das wir hatten. Aber immerhin, wir haben schon 71.000 Ziegenkäse. So, da haben wir ja nur die Ziegen hingefahren. Das heißt, wir haben hier Tierhaut und Ziegenfleisch. Sehr schön. Für die Butter fehlt uns die Milch, für die Sahne. Trauben sind am Produzieren. Diesel wird nicht mehr gemacht. Kein Raps. Und da haben wir wieder keine Gärreste und Gülle. So, und das Ganze, die ganze Salzgeschichte steht. Stoff wird gemacht, Sägewerk, die sind noch fleißig am Bretterzammern-Schustern. Jawohl. Da könnte man dann eigentlich demnächst die Dinge kaufen. Das Palettenwerk. Und da mal eine Ladung Bretter hinfahren, dass wir endlich mal an unsere Paletten kommen. Genau. Ja gut, jetzt kümmern wir uns erstmal darum. Der lädt die Trauben ab. Und dann holen wir noch die Tomaten. So, du bist leer. Gewächshäuser. Gewächshäuser. Anlieferung. Beladung Salat, Beladung, sag, wo sind denn Beladung Tomaten? Da sind sie doch. Beladung Tomaten, nee, jetzt muss ich mit dem anderen machen. Du kannst heimfahren. Das ist ja, das andere sieht gut. Wo ist meine Spedition? Wo, wo? Die Spedition ist nicht mehr da. Juppidubaido. Da ist sie doch. Da braucht man nämlich den Kamerad hier. Lons. So, wir fahren, machen wir alles dicht hier. Wir fahren zu den Gewächshäusern. Tomatenbeladung, die bringen wir zu Fritzi, Spitzi, Hitzi, Bitzi, Tini, Mini. Anlieferung, Produktion. Und das sind Tomaten. Und Abfahrt. So, ich fahre mal mit dem kurz raus, dann renne ich mal zu Getreidesilo, zum Erdbruchsilo und gucke, ob wir noch Karotten haben. Ich glaube, achso, ich bin in der Spedition. Quatsch. Da müsste ich langlaufen, bis ich da bin. Erdbruchsilo, zack. Karotten, haben wir noch. 146.000 Karotten. Ja, komm, wenn wir sie schon haben, bringen wir sie auch hin. Das heißt für dich, stopp. Zack. Wir fahren zum Hof. Da gehen wir ins Erdfruchtsilo. Abholung. Das was wieder abholen. Das fahren wir zu Fizi-Spritzi. Anlieferung, Produktion. Und das sind Karotten. Karotten machen wir auch einmal. Die haben wir ja gar nicht. Und Abfahrt. Oh, dein Tank sieht auch nicht gut aus, mein Freund. Machst du nicht erst tanken fahren? Ah, mach du mal. Wenn du meinst, das reicht. Dann lassen wir es auf uns zukommen. So, dann gucke ich mal so lang bei den Tieren, ob wir Gülle haben. Tiere.
So, bei den Schweinchen muss ich da gucken. Gülle 135.000. Wo sind meine Kühe? 200.000, ja, das reicht doch für einmal. Und hat die BGA Gärreste? Nee, nicht so viel. Ja, komm, da macht's lang Pause. Macht so lang Pause. Wir haben ja genügend Diesel und Piesgold. Da haben wir jetzt gar nicht mehr rum. So, wir laden jetzt die Karotten. Dann machen wir Wurmlöchlein. Bis wir die Karotten abladen. Und dann können wir schlafen. Weil nach dem Schlafen haben wir wieder Arbeit. Und zwar haben wir hier oben unsere zwei Erdfruchtfelder. Die sind dann nächsten Monat reif. Genauso wie hier unser Mais. Der ist nächsten Monat auch reif. So. Deswegen ist dieser Plan gar nicht schlecht. Die Kurve muss ich auch mal ein bisschen entschärfen, weil da bleiben die Anhänger mehr hängen. Also manche Anhänger, der jetzt halt nicht, weil der Heckradlenkung hat, aber die anderen, die prallen da jedes Mal an den Pfosten. So, da ist ja schon das Silo. Sobald wir da losfahren, ich habe das Wurmloch gesehen, das ist direkt an der Ausfahrt von dem Silo, schlüpfen wir ins Wurmloch. Wenn er nicht sagt, er muss tanken fahren, bin ich mal gespannt jetzt. So, da rieseln die Karotten rein. Sind ja bloß knapp 150.000. Es geht ja ratzfatz. Und wo wieder hin? Er sagt, es reicht mit dem Sprit. Okay, wenn er meint. So, dann hier vorne ist Wurmloch. Wir sehen uns dann bei Fritzi Spitz wieder. Und hui! So, unser Kollege ist gerade dabei, die Tomaten abzuladen hier. Das heißt, wir müssen uns etwas gedulden. Aber er ist gleich fertig. Ja, er macht das schon zu. Das passt doch. Runter mit den Karöttchen. Zack. Und dann gehen wir mal gucken, habe ich überhaupt was zum Ernten für die Erdfrüchte? Das weiß ich jetzt auswendig gerade gar nicht. Hier ist mal nix. Oh. Es ist gleich Endezeit und wir haben nichts. Was steht da drin? Ach, da steht doch was. Da steht doch was. Wir haben alles, was wir brauchen. Ah, alles gut, alles
knackig. Dann können wir ins Bettchen huschen. Jupp. Mach mal den Speedy Gonzales Move. So, Hundilein, dich vergesse ich heute auch nicht. Du kriegst jetzt lecker Fresschen. Und? Lass dir schmecken, wo auch immer du jetzt hergerast kommst. Irgendwo wird er schon kommen. Dann hab ich mich jetzt jedes Mal leer gewesen. Also findet er das schon. Hör ich ihn trapseln? Ja, ich hab's doch gewusst, ich hab ihn gehört. Ja, da geht's, Schwänzchen. Haha. So. Wir machen jetzt Bubu. Dann werden wir die Entemaschinen anschmeißen. So. Einmal hier. Und dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Oh, volles Programm. Eier und Guardian auch Wolle. Holla die Waldfee. Dann aber Attacke. Ja, Wolle, da kommt sie schon. So, hier haben wir den Kamerad. Die Eier werde ich verkaufen. Wer könnte denn Eier brauchen? Let me mal look. Eier. Zentraler Supermarkt. Der möchte Eier haben. Ja, dann kriegt er sie auch. Das heißt, wir fahren zu den Hühnern, also Tiere. Tiere. Zu den Hühnern. Eierbeladung. Die bringen wir dann zum Verkauf. Ja, macht mir eine ganze Scheiß zu hier. Waren verkaufen. Und dann zentraler Supermarkt. Supermarkt Nord. Den habe ich doch gar nicht. Verdammte Axt. Supermarkt Nord. Supermarkt Süd. Supermarkt Mitte. Wo ist denn der zentrale Supermarkt? Da muss es dann irgendwo zentral sein. So, gucken wir mal. Hier meine Verkaufsstelle. Herrenmode. Delikatessen. Zentraler Supermarkt. Oh, muss ich mal gucken, wie wir den anfahren. Ja, damit das Video nicht zu lange wird, machen wir wieder ein Wurmlöchlein. Das seid ihr ja gewohnt mittlerweile bei mir. Nee, ich will nicht starten, ich will aussteigen. Dann fahre ich mit dir mal dahin und fahre den Supermarkt mal eben ein. Und wir sehen uns dann wieder, wenn wir die Eier laden. Und ich fahre jetzt ins Wurmloch. Hui! Rups, da haut uns das Wurmloch wieder raus. Es ist eingefahren. Mal gucken, ob der auch dahin findet jetzt. Wir laden jetzt die Eier und dann laden wir die auch hoffentlich im Supermarkt zentral ab, ohne Rührei draus zu machen. Alle kriegen wir ja nicht drauf. Der Rangieren, oder? Ja, der Rangieren. So, mal Pause. Oh, oh. Hält es? Schön ist nicht, aber selten. Ach, das habe ich ganz vergessen.
Das kann ich ja gar nicht so machen, muss ich extra. So. Supermarkt. Supermarkt. Zentralanlieferung Paletten. Zack. Und Abfahrt. So, jetzt fahren der Runde vorbei, ohne dass sie. Ja, sehr schön. Während der unterwegs ist, hüpfe ich schon mal zum anderen LKW. Unser Speditionsschatz. Ja, da war er. So, da kann ich jetzt diesen hier machen. Wir fahren zu den Tieren. Und da sind die Schäfchen. Volle Beladung, die bringen wir wieder zur Spinnerei. Eieiei. Spinnerei, Anlieferung, Produktion. Einmal Abfahrt. So. Der ist auch los. Schawups, da haben wir Zeit wieder unseren. Ach, der fährt gerade den Hof raus hier. Zack. So, mal gucken, wie der fährt. Und wenn wir die Eier abgeladen haben, dann haben wir auch schon Feierabend für heute. Die Ernte machen wir dann morgen. Morgen ist also Erdfrucht und Maisende. Aber erst kommen die Eier. Oh, der rest aber mutig durch. Ja. Oder die Waldfee. Da hätte ich abgebremst an einer Stelle, falls ein Zug kommt. Jetzt gibt es wieder Geld in die Staatskasse gleich. Ins Örtchen. So fährt er. Direkt durch die Innenstadt. Da waren wir auch noch nicht so oft. Fußgänger, Platsch. So. Oh, oh. Und noch der nächste Fußgänger. Oh, da kommt man nicht rum. Das muss ich ändern. Das geht so nicht, mein Freund. Da sind wir zu steil. Dann machen wir das eben so. Ich ziehe mich ein Stück zurück. Na, aber jetzt geht gerade. Und dann fahren wir. So. Und dann müsste das doch hinhauen, oder? Gehen wir davon aus, deswegen mache ich die Linien weg. So, probier es nochmal. Oh oh, Gegenverkehr. Ah ja, jetzt kommt man locker rum. Oh. Zack, und da ist der Supermarkt. Müssen wir bloß richtig zum Stehen kommen, dass die Eier da auch runtergehen.
Er fährt zu weit vor, sehe ich. So, muss er dann zum Stehen kommen. So. Das heißt, der Punkt kann aber noch ein gutes Stück zurück. So. Ja, die Eier sind abgeladen. Das kann aus und du kannst nach Haus. Und ich steige hier aus. So. Dann würde ich sagen, ich mache das Schweinchen mal wieder groß. Und dann verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann schaut doch gerne morgen wieder rein. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Und natürlich gilt wie immer, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ich sag Tschüss, Arrivederci und Goodbye. Bis zum nächsten Mal, euer Obi. Publikum war heute wieder wundervoll. Und traurig klingt der Schlussakkord in Moll. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein, denn etwas Schau muss sein. Und heißt es Bühne frei, dann sind Sie mit dabei. Die Schau muss weiter. Gehen auf Wiedersehen.